Hallöchen. Ich hatte erst überlegt, ob ich jetzt auch anfange mit Willkommen auf meinem Kanal, aber irgendwie macht das gar keinen Sinn, wenn ich mit Willkommen auf meinem Kanal begrüße. Das ist so, als wenn jemand sagen würde, Willkommen in meinem Haus. Ach nee, gut, dass es mir saß. Ich hätte mich ja irren können und im falschen Haus landen können. Egal. Willkommen in der, wie sagt Aki immer, gottlosen Natur. Ich habe hier jetzt schon eine Szene gefunden gehabt. Heute mal nicht in den Bergen unterwegs. Übrigens nimmt mein Smartphone gerade auf. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie ab und zu mal aus dem Bild verschwinde. Egal. Ich weiß nicht, ob man das so relativ sieht. Diese Bäume dort hinten. Die Bäumchen da, die habe ich jetzt mal in Szene gesetzt. Weil das hat mir recht gut gefallen, wie die da eine Art Frame, wie so ein Bilderrahmen. Die zwei Bäume hier unten rahmen quasi die größeren ein. Ist zwar ein bisschen schwierig mit dem Nebel, muss ich gestehen. Da fehlt so ein bisschen der Kontrast. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ja, aber nichtsdestotrotz, aller Anfang ist schwer. Und ich habe mich bewusst heute für eine Tour durch die Moorlandschaft zwischen Korin und Briez, ich glaube, das heißt Briez, entschieden. Mal schauen, was sich da noch so alles finden lässt. Und euch nehme ich dann halt dreist, wie ich bin, mit. Aber gleich noch ein bisschen mehr zur Szene. So, jetzt mal aus der Sicht der Aufnahmekamera. Gucken, ob ich es andeuten kann. Der hier und der hier sollten für mich so eine Art Rahmen bilden, um etwas hier von dem Vordergrund mit reinzukriegen. Und das hier sollte das Hauptmotiv werden. Ich habe davon dann eine Dreifachbelichtung genommen. Auf dem Kamerabildschirm ist das immer ein bisschen schwer zu beurteilen, obwohl ich halt schon so einen Überhang immer drauf mache. Deswegen kann ich dazu noch nicht viel sagen. Und ich weiß nicht, ob man das gerade sieht. Da oben sitzt gerade ein Vöglein. Ich kann noch nicht erkennen, was es genau ist. Aber eventuell mit einem Objektivwechsel kriege ich das gleich hin. Jedenfalls, Brennweite hatte ich, naja, ich glaube, das waren 80 mm für diesen Rahmen genutzt. Und nun bleibt zu hoffen, dass das nicht zu überbelichtet ist, weil es ist gerade Gegenlicht. Von hier hinten kommt quasi die Sonne rein. Aber ich muss sagen, es ist erstaunlich, wie viel, also theoretisch, wie viele Motive es hier in dieser Moorlandschaft gibt. Soweit ich weiß, ist das ein Verlandungsmoor. Aber da muss ich nochmal gucken. Ich werde es, wenn, dann irgendwie ins Video reinpappen, ob das mit der Verladungsmoor, ich glaube, irgendwie sowas in der Richtung war das. Ich hatte mir ein bisschen was angeschaut. So, jetzt habt ihr zumindest das mit der Szene gesehen. Oh. Tja. Ja. Das Bild mit den hübschen Vöglein. Also was heißt das Bild? Ich habe gar kein Bild gemacht. Bei dem strahlend weißen Hintergrund ist mir das ganze Weiß ausgerissen und ich sah da keine Möglichkeit, irgendwie groß das in Szene zu setzen oder überhaupt irgendeine Komposition daraus zu erschaffen. Es ist schon durchaus schwierig, Bilder zu finden, oder was heißt Bilder zu finden? Bilder auszugestalten, wenn man mehr und mehr darauf achtet, dass man irgendeine Art Komposition da auch erreichen möchte. Aber gut, ich wollte mich auf diese Sache einlassen, noch bewusster Bilder machen. Und ja, dass es schwieriger wird, habe ich erwartet. Jetzt begebe ich mich gerade wieder aus diesem Moorgebiet hier raus, Richtung Briez. Und von Briez müsste es irgendwie eine Möglichkeit geben, in eine andere Richtung. Ich drehe mich mal. So, hinter mir
Da zieht sich das Moor quasi, das zieht sich noch eine ganze Weile darüber. Und da wollte ich jetzt mal als nächstes hin, die Sache auskundschaften. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, wenn hier wirklich jemand, habe ich jetzt gerade zweimal wirklich gesagt, wenn hier jemand auf Fotografie oder Bilder von verschiedenen gefiederten Mitbewohnern aus ist, wird er hier definitiv fündig. Auch wenn es nicht unbedingt Bilder sein müssen, sondern vielleicht nur eine Beobachtung ist. Hier gibt es mehr als genug. Die hauen zwar alle natürlich ab, wenn man als erstes diese Feldfläche hier betritt. Logisch. Aber wenn man sich eine Weile ruhig verhält und ausharrt der Dinge, dann beruhigen sie sich wieder und kommen auch so langsam zurück auf die Flächen, sodass man sie beobachten kann. Wobei ich mich selber gerade so die ganze Zeit beobachtet fühle. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man hier jetzt so rauf darf oder nicht. Die Hinweisschilder sind alle so ein bisschen vage. Da steht irgendwie was mit nicht öffentlicher Waldweg. Aber heißt es nur Befahren verboten. Da hatte ich im Internet mal geschaut, aber da findet sich auch nichts. Das ist total vage. Also steht nicht Betreten verboten, es steht nur nicht öffentlicher Waldweg, Befahren verboten. Naja. Wie auch immer, es hat sich gelohnt. Weiter geht's. Guter Mann, Sie haben mehr Landschaftsbilder bestellt. Wie wäre es mit einem original brandenburgischen Moor im Landkreis Barnim? Direkt neben einer Hauptstraße. Hier ist übrigens ein Radweg und die zugehörige Straße. Und da hinten geht das Moor weiter. Und dort versuche ich jetzt einen Weg zu finden, ob ich da irgendwie durchkomme. Es hat schon etwas Magisches, oder? Nicht die Geräusche der irgendwo dort drüben vorbeifahrenden Autos, sondern wie sich hier noch immer der Nebel hält in diesem Moor und das Licht da hineinbricht. Ich befinde mich hier gerade so auf dem Waldweg, ohne irgendwelche Hinweisschilder, und hoffe, dass ich hier weiter zu meinem Ziel komme. Aber dieses Blickes hier wollte ich euch nicht verwehren. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen nebelige Stellen finde. Auch wenn sie sich meiner Meinung nach schwierig in Szene setzen lassen, sind sie doch sehr mystisch und sehr lohnenswert. Oh, jetzt nochmal eine Sicht zum Moor. Mit einem leichten Kameraschwenk. Das ist jetzt gerade wieder mit Smartphone aufgenommen, weil hier ist es gerade ein bisschen schwierig, das ganze Gerödel auszupacken. Aber es ist schon sehr faszinierend. Vor allem, wie sich da immer noch so ein bisschen der Nebel hält. Da sieht das auch so aus, als wenn da so ein kleines Brett ist. Hier sind überall so ein paar kleine Stellen mit, naja, Bretter, Gehölz. Als wenn hier mal vor zig Jahren vielleicht mal irgendein Pfad existierte. Wer weiß. Gut möglich, oder? Leider stört so ein bisschen die Straße im Hintergrund. Die macht so ein bisschen, naja, nervtötende Geräusche von fahrenden Autos. Stehend wären sie mir dann doch lieber. Also hier ist einiges los. Dieses ganze Gebiet befindet sich quasi zwischen einer stark befahrenen Straße und auf der gegenüberliegenden Seite ein Bahngleis. Da fährt der RE3, glaube ich, war das, nach Schwedt oder. Mit dem bin ich übrigens auch überhaupt hergekommen. Von Eberswalde nach Brietz ausgestiegen und jetzt Richtung Korin. Oh.
dann geht's mal weiter. Ganz ehrlich, irgendwie, also diese Szenen, wo man irgendwie vorbeiläuft, sind ja ganz schön irgendwie, doch Frage an euch, wenn ihr das macht, kommt ihr euch die ja nicht irgendwie so ein bisschen bescheuert vor? Ich meine, das Ding aufstellen und die Kamera und alles und dann irgendwie zurücklaufen und wieder herlaufen, irgendwie, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Also ich werde es wahrscheinlich noch weitermachen, aber es ist irgendwie merkwürdig. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Oh, da ist er wieder. Ich komme dem Ziel langsam nahe. Bin gerade an, naja, zerstörten Boden vorbei von Waldmaschinen. Und denke, dass ich so langsam fündig werde. Interessant ist auch, dass hier die gesamte Fläche noch zugefroren ist. Ich drehe mich mal. Sollte man das vielleicht besser sehen? Hallo. Ja. Da drüben so in diese Richtung, auf der anderen Uferseite, da möchte ich irgendwie versuchen hinzukommen. Da steht auch so eine Jagdhütte, also irgendwie muss es ja so einen Weg geben. Theoretisch. Macht auf jeden Fall Spaß hier durchzuwandern. Ich war jetzt so lange in Sächsische Schweiz verwöhnt. Doch tatsächlich heißt das, wer sagte das? Fontane? Das Gute liegt so nah? Ich glaube, das war Theodor Fontane. Falls nicht, korrigiert mich. Hier in Brandenburg, Barnimer Kreis, diese Moorlandschaften habe ich zumindest in der Sächsischen Schweiz nicht gefunden. Ich denke mir, das wird es auch nicht geben, wegen der Höhenlage. Oh, jetzt nochmal ein Blick rein. Da drüben ist diese komische Hütte. Und irgendwo da drüben soll es auch rübergehen. Ich bin gespannt, also voller Vorfreude, was mich hier noch erwartet. Strahlend blauer Himmel, leicht bewölkt, perfekt. Jetzt mal ein ungestörter Blick durch die Landschaft. Bisher sind mir relativ wenig Leute begegnet, was ich immer ganz angenehm finde. Und die Aufnahme hier ist jetzt mit der, in Anführungszeichen, richtigen Kamera. Auf 35 mm. Also es hat sich sehr gelohnt, hierher zu kommen. Ich hatte erst mit vier verschiedenen Orten herumexperimentiert am Tag zuvor, wo ich nun hinreisen möchte. Darunter natürlich auch wieder die Sächsische Schweiz. Dann noch Fürstenberg-Havel. Und noch eine Location, die mir gerade jetzt nicht mehr einfällt. Plus Korin, also diese Gegend hier. Nun weiß ich natürlich nicht, wie die anderen beiden aussehen. Zwei? Ja. Doch im Vergleich zur Sächsischen Schweiz hat sich dieser Moorbesuch hier bisher definitiv gelohnt. Und ich glaube, ich nutze zu sehr das auf definitiv, kann das sein. Ein bisschen hoffe ich, dass ich alsbald noch eine Komposition irgendwo finde, die mein Auge fängt. Und hinterher die Kamera.
Ich frage mich ja, wann ich von den ganzen Zecken aufgefressen bin. Schon wieder dieser Schatten. Schlimm, dieser Schatten. Meine Damen und Herren, die Brücke mit einem Sitzplatz, der sogar trocken ist. Feuchtbierdrop, kaltes Wasser. Wer lesen möchte, kann dies jetzt tun. Ein bisschen übersättigt das Bild, oder? Ein bisschen feucht, ja, hier überall. Aber herrlich, herrlich. Übrigens war das, was ich vorhin da irgendwie als Hütte gesehen hatte, dachte, das ist eine Jagdhütte, aber das ist irgendwie eine richtige Hütte gewesen. Huhu, schwierig hier vorbeizukommen. Das nenne ich klares Wasser. Ich werde mich mal hier ein bisschen umschauen, ob ich noch irgendwelche Kompositionen finde. Auch wenn das hier sehr chaotisch ist, aber ich mag ja das Chaos. Chaos ist super. Hier ist auch irgendwie so ein fettes Rohr. Man hört auch, dass Song hier durchfließt. Ganz leise. Guti, guti. Dann schaue ich mal weiter und werde mich mal kurz überprüfen, ob ich schon von irgendwelchen Holzböcken zerfressen werde. Noch einmal ein Blick. Stimmt diese Handykamera? Da geht's dann weiter. So, jetzt habe ich wieder was gefunden. Schwierig einzufangen, weil irgendwie kriege ich da keinen vernünftigen Hintergrund hin. Ich denke mal, es gibt eine Möglichkeit, aber ich habe es auch noch nicht gefunden. Ich habe es jetzt dennoch mit 3 Belichtungen wieder halt überbelichtet, normal unterbelichtet eingefangen. Und zwar, falls man es sieht, oder müsste man sehen, wie hieß es? Jetzt ist es mir entfallen. Mistelzweig. Ah, dieses Geflecht da, quasi. Das sieht aus wie so ein, das hat so ein bisschen was von so einem Tumor. Und da habe ich jetzt versucht, die Sache quasi einzufangen. Nur ab dem Birkenstamm bis zu der Kante, wo es wieder hochgeht. Ich hoffe, dass es gelungen ist. Das meiste werde ich halt erst zu Hause am Rechner sehen. Und hier im Waldgebiet wird es jetzt wieder schwieriger allgemein. Weil hier ist halt viel Hintergrund sehr dicht dran. Ich habe zwar schon gesehen, wie das funktioniert, dass man quasi auch solche Sachen gut freistellen kann, dass sie halt Wirkung entfalten, dass man halt sofort erkennt, was ist die Story oder um was geht's. Aber ich übe ja noch. Und vielleicht könnt ihr aus den ein oder anderen Fehler oder Erfolg etwas mit rausziehen. Gut. Wie gesagt, das war jetzt mein zweites Motiv für heute. Und wir haben jetzt, naja, in 20 Minuten ist es um 12. Das wird noch spaßig.